Sie ist ganz, ganz wertvoll für mich persönlich. Und genau das ist ja auch das, was ich jetzt weitergeben will. Dass es so viele Erkenntnisse, so viele Wow-Momente gab, eigentlich wirklich eine Reihe nach der anderen, einer nach dem anderen, was ich gern weitergeben möchte. Und das ist das, was so toll ist, weil das Ganze ist wie ein Feuerwerk. Und ich habe dann nicht nur eine Kerze oder ein Leuchtchen da, sondern ich habe ein Feuerwerk. Und so ist es auch. Wie so ein riesen, mega Feuerwerk. Ich bin Verena Heinzerling und bin Personal und Business Coach und auch Trainer im Erwachsenenbereich und natürlich auch Mutter. Und da ich das ja so hautnah miterlebt habe, wie schwer es teilweise für die Kids ist, war ich da recht neugierig, irgendwie zu gucken, was kann ich auch hier anbieten. Und es war dann wirklich Zufall, dass ich dann auf IPE kam und war gleich begeistert von der Idee, eben die Kinder zu stärken, weil das ja auch so meins ist. Und ich gerne meinen Sohn und auch Freunde so stärken würde und da ganz viel Potenzial sehe und auch eben Lücken sehe in unserer Gesellschaft. Und deswegen hat mich das sehr gefreut, ja, das gefunden zu haben, IPE, und habe mich für diese Ausbildung auch entschieden. Sehr aufregend. Bei mir regt es sofort so die Kreativität auch an. Also ich fühle mich unheimlich kraftvoll, jetzt selber auch. Bin dankbar auch dafür, weil wir üben ja an uns selber. Das heißt, ich habe auch für mich sehr viel mitnehmen können, für meine eigene Person. Und habe natürlich auch ganz viel Werkzeug jetzt. Wie kann ich mit den Kindern arbeiten? Und das ist ganz toll. Also sehr, sehr zuversichtlich, gestärkt gehe ich jetzt hier raus. Erstens ist es kindgerecht, es ist in der Sprache des Kindes. Es ist auch so, dass das Kind es anwenden kann und nehmen kann, weil es eben in der Sprache des Kindes ist, aber auch des Jugendlichen. Es wird greifbar gemacht, wir haben gelernt, es greifbar zu machen, auch für eben diese Sprachfähigkeit, sagen wir mal, oder Verständnisfähigkeit. Und es ist sehr bildhaft, wie wir es rüberbringen, wie wir es jetzt auch selber gelernt haben, also greifbar und umsetzbar. Ja, und dann, wie gesagt, es ist wirklich stärkend, spürbar, direkt spürbar. Und das ist das Tolle. Daniel lebt es, was er vermittelt. Du spürst, dass es seine Berufung ist. Und es kommt natürlich ganz anders rüber, weil es nämlich mit Begeisterung rüberkommt und die ist so ansteckend, ja, dass im Grunde genommen, wenn du dir die Gesichter angeguckt hast in der Runde von allen Teilnehmern, diese Begeisterung einfach überschwappt. Und ich sage ja, ich würde jetzt am liebsten sofort gerne anfangen und lasst mich doch bitte sofort loslegen. Und genau das ist es auch. Und so vermittelt er. Und eben durch das, dass es so bildhaft auch alles ist. Und ja, wie im Theater, du erlebst es. Und du erlebst es mit. Und dadurch ist es automatisch schon drin. Und das ist das Tolle dran. Mhm.